Jeder erfolgreiche Weg beginnt mit einem starken Partner. Mein Weg nach Paris wird Ihnen präsentiert von der BB Bank. Es ist einfach pure Anspannung im Körper und dann, wenn man loslässt, da ist einfach dieses Gefühl, wo man merkt, es ist einfach richtig. Also so soll es sein. Als ich das erste Mal wirklich den Hammer in die Hand genommen habe, habe ich gemerkt, das ist mein Freund für die nächsten Jahre, wo ich den Sport mache. Also ich habe es einfach gemerkt, dass es meine Berufung ist, weil ich fühle mich einfach, ich habe so viele Sportarten schon gemacht, ich habe Judo gemacht, ich habe ganz normal im Leichtathletik alles ausprobiert, ich habe Fußball gespielt und alles ist so gegangen und gekommen, aber der Hammer, der war immer da. Und da fühle ich mich auch am wohlsten und es macht einfach Riesenspaß. Natürlich gibt es so Tage zum Beispiel wie heute, wo man sagt, warum kann ich nicht Ballett machen? Aber was sein muss, muss sein. Ich muss halt immer draußen werfen und ich habe auch schon gemerkt gehabt, wir hatten in Braunschweig einmal bei den deutschen Meisterschaften, hat es beim Finale geregnet und ich wusste, es macht mir nichts aus. Und dann habe ich persönliche Bestleistung geworfen und den Titel geholt, meinen ersten. Und da habe ich dann auch gedacht, was soll denn passieren? Ich werfe immer im Regen, im Sonnenschein, im Schnee, Hagel, alles habe ich durch. Also es kann mich eigentlich nichts schockieren oder umhauen. Samantha hat sich langsam aufgebaut. Sie wurde damals bei den Frauen das erste Mal, wo sie mitgemacht hat, dritte deutsche Meisterin. Sie war später zweite deutsche Meisterin und jetzt ist sie dreimal in Folge deutsche Meisterin geworden. Und das hat sich alles erarbeitet. Also sie ist nicht ein Schnellschuss, der mal oben rausgeht, sondern sie arbeitet stetig an sich weiter und entwickelt sich weiter. Als ich bei Eintracht Frankfurt noch einen anderen Trainer hatte, da habe ich einfach gemerkt, es versteht mich von den Trainern einfach keiner so wie meine Eltern. Zusammen werden wir es auf jeden Fall nach ganz oben schaffen, bin ich überzeugt von. Und das ist mir einfach extrem wichtig, weil ich bin einfach ein Mensch, ich brauche das daheim. Ich brauche es einfach für mich, da fühle ich mich am wohlsten. Samantha hat eine enorme Willensstärke. Also ich habe schon viele Athleten auch in anderen Sportbereichen kennengelernt. Aber wenn die Sammy sich was vornimmt, dann schafft sie das auch. Und sie hört zu, sie nimmt Sachen an und es ist wirklich toll, mit ihr zu arbeiten. Es war nicht immer nur harmonisch so mit der Familie. Manchmal zoffen wir uns auch hier, wenn wir gegeneinander vorbeireden. Aber im Endeffekt ziehen wir alle an einem Strang und sie ist aber wirklich so zielstrebig. Und sie hat sich vorgenommen, die Beste im Hammerwerfen zu werden und sie wird es werden. Ich sehe die Olympischen Spiele jetzt in Paris schon so eine Art als heimolympische Spiele an, weil wir können uns einfach in den TGV setzen und dann ab nach Paris. Das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann es wirklich schaffen, war wirklich in der U23 bei den Europameisterschaften. Ich habe gesehen, dass ich in der Rangliste die Nummer 1 war. Ich habe gedacht, hey, das könnte wirklich was werden. Und habe dann auch Gott sei Dank den Titel geholt. Und dann durfte ich halt bei den Olympischen Spielen starten. Und davor, ich war noch nie bei den Aktiven, durfte dann noch nicht starten. Und dann das erste Mal direkt bei der größten Bühne überhaupt. Das war schon überwältigend, ja. Es war ein Samstag, weiß ich sogar noch. Da habe ich dann geguckt und habe gesehen, oh scheiße, die Listen sind draußen. Oh, darf ich nicht schauen. Egal, ja. Und dann habe ich gesehen, die Listen sind draußen und habe dann reingeguckt und habe gedacht, eigentlich hättest du ja was gehört, wenn du drin wärst. Und dann habe ich aber gedacht, komm, wir gucken einfach mal nach. Und dann habe ich da meinen Namen gesehen und das war wirklich, also ich habe einfach geweint, weil ich war so glücklich, einfach einen Kindheitstraum da zu starten. Und jetzt habe ich noch ein neues Ziel. Nicht nur Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen zu sein, sondern auch Finalistin und vielleicht irgendwann mal auch eine Medaille zu holen. Ich weiß, dass wenn ich so weitermache, wie ich arbeite, dann ist wirklich, ist gar keine Grenze. Der Schlüssel zum Erfolg ist Teamwork. Die BB Bank präsentierte Ihnen Mein Weg nach Paris.